Ah, wir auch zwei neue Sachen. EMP-Schaden ist nicht so wichtig. Ja, das ist Quatsch. Das habe ich ja schon gesehen hier, das Gleitschaden-Dingens. Egal. Hier habe ich noch freie Plätze auf Dauer. Aber es gibt tatsächlich nicht so viele geile Sachen bei den Dingern hier bisher, die ich so dringend brauchen würde. Trotzdem, ich habe jetzt 23 Mods, das hier werden bloß 5, das ist wohl kein Problem, das zu nehmen gleich. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ist sogar ziemlich gut, das zu nehmen. Auch nur 5 Mods weiter. Ich bin ja wirklich fast durch mit allem hier inzwischen. Das hier will ich auch nicht mehr nehmen, weil ich bin ja dann voll mit dem... Ich muss nur noch hier ein paar Sachen investieren. Dann sind wir glücklich. Also, bitteschön. Mal den hier. Das kann ich mir noch direkt benutzen. Psi-Fähigkeit auch noch ein bisschen erhöhen. Läuft, ne? Ich sollte noch 8 vielleicht im Petto behalten. Und Rohrzange. Für Notfälle, um was auszuprobieren gelegentlich. So. Und wieder mal ordentlich stark geworden. Super gut. So. Brauche ich nicht. Waffenschaden gegen markierte Gegner. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber wahrscheinlich muss ich immer nur einscannen, die Dinger. Elektrostatischer Impuls verstärken. Thermalbombe nutze ich alles. Thermalbombe? Habe ich sowas überhaupt? Das will ich nicht haben, das ist doof. Das ist hier auch nicht ganz verkehrt. Abdingszeit von. Wobei ich inzwischen alles fast gescannt habe, ist auch nicht so wichtig. Das ist auch nicht verkehrt, das zu nehmen. Aber ich glaube, ganz nebenbei, das hier nämlich als ziemlich häufige Waffe kann er nicht schaden, da ein bisschen mehr Crit schaden. So, vielen Dank an mich selbst an der Stelle. Und Hacker 4 brauche ich da direkt. Guck einer an. Aber andererseits. Wozu? Audio-Ausgabe Oktober. Calvino, Kollege. Ihm wird nichts auffallen. Eidetisches Gedächtnis. Workaholic. Perfekte Krankenakte. Keine Abwesenheiten. Das war's schon. Neuer Eintrag. Sho, Danielle, Leiterin der IT. Mag dich nicht. Mag Alex noch weniger. Du musst herausfinden, warum. Nicht vergessen. Forschung. Küchenchef Mitchell. Und Emotionsoperator Hack. Aha. Dayo Ikwe wurde von Alex eingestellt. Aufgrund seiner unpopulären Haltung zu Psi-Phänomenen billig zu haben. Einer der besten Wissenschaftler der Station. Introvertiert. Weiß von den Tests. Loyal gegenüber Alex. Glaubt, dein Bruder und die Typhon könnten seine Karriere retten. Okay. Mikaela Ilyushin, leitende Systemingenieurin. Ihr redet nicht miteinander. Ihr hattet eine kurze Beziehung. Dachte mir schon. Du hast diese zu Beginn der Tests aber beendet. Sie glaubt, weil du ihre Krankheit entdeckt hast. Paraplexie. Zweckmäßig, aber falsch. Den Kontakt einzustellen erschien dir klug. Weniger schmerzhaft beim bevorstehenden Gedächtnisverlust. Sagt er das jetzt aus der Position, wo es gerade losging, oder bereits aus einer späteren Situation heraus, wo er sich daran erinnern konnte, frage ich mich jetzt gerade. Oder generell bei Sachen, die er so aufgenommen hat. Paraplexie, Nervenerkrankung. Verhindert Nutzung von Neuromods. Erfordert aggressive Therapie zur Verhinderung von Degenerationen. Macht Kandidaten untauglich für Posten auf der Talos 1. Tja, Sarah Alazar. Sarah Alazar, Sicherheitschefin, keine Freundin. Oha. Weiß von den Typhon. Vermutet etwas. Aber nicht über deine Tests. Ist vertrauenswürdig. Vertraut Alex jedoch nicht. Oder dir. Noch nicht. Okay. Habe ich die auch schon getroffen, gefunden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Den Namen auf jeden Fall habe ich schon mal irgendwie gelesen oder ausgesprochen. Das weiß ich ganz genau, aber schlauer als das bin ich gerade nicht. So. Alex, you. Aber vorher... Hopp. Geht doch. Ist gerade noch was da drin? Liegen bleiben. Ist der jetzt markiert oder wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. War der markiert, war er nicht markiert? Muss ich mal googeln, Gegner markieren. Hier nach. Upala, wenn ich dran denke. Wer weiß, manchmal kann ich es ja. Ach, mein Spiegelbild, so hübsch. Ich bin ein Vampir und ist auch wie ein Grafikfehler drin. Ist da wohl nicht richtig, dass hier so ein Loch ist oder was? Das kommt mir komisch vor. Bonsai, glaube ich. Hm.
Kein Mimik? Nein. Wunderbar. Nehme ich mit. In wessen Büro bin ich eigentlich gerade? Was heißt Büro? In wessen Quartier? Klapp. Ich könnte doch die Teufel mit Kissen bewerfen. Künftig. Ich falle da nicht zu Tode mit Plüschattacken. Und Wattebäuschen und sowas. Ja, das wäre bestimmt total kriminell. Sollte man nicht tun, das ist gemein. Ach immer, Vertriebsmappe. Und weg. Unspektakulär hier drin. Maximal unspektakulär. Okay. Zack. Uah. Das war ja gut. Wo ist er jetzt da? Türrahmen. Also Alex hätte eine böse Überraschung vorgefunden in seinem Zimmer. Schade, dass er nicht reingegangen ist. So. Nochmal neue Mods, zwei Stück. Passwort habe ich nicht. Ach, wozu braucht man das denn? Ha! Ich bin doch Meister des Hackens. Aua. F. Nochmal zurück als andere Ende der Welt. Dankeschön. Programme 0. Wie lang war. Gib mal weg hier. So. Oh. Ärger mit Yushin. Hallo Alex. Ihre Cheftechnikerin hat gerade eine ein Helferlein zu uns heruntergeschickt, das verbesserte Türsensoren installieren sollte. Wir haben die Sensoren an uns genommen und die Technikerin weggeschickt. Hudson. Was? Hudson hat eines der Dinger zerlegt und was darin gefunden. Ein Abhörgerät. Was zur Hölle soll das? Vor kurzem hat sie versucht, an Akten aus der Neuromod-Abteilung ranzukommen. Volontärakten, Alex. Ich kann den Ernst der Lage gar nicht genug betonen. Sie müssen Illusion in den Griff kriegen. Hans. Alex. Sie haben es zu meiner Aufgabe ernannt, alle Bewohner der Station bei guter Gesundheit zu halten. Wenn ich mich irre, Sir. Hä? Wenn ich mich irre, Sir, sind auch Sie ein Bewohner der Station. Ach so, ich hätte mal weiterlesen sollen. Das ergibt doch noch Sinn. Sie haben bereits 5 anberaumte Fitnesstests versäumt. Ja, warum? Weil er fett ist. Ganz klar. Wenn Sie manche der Übungen nicht vor den Augen der Mannschaft durchführen wollen, kann ich Ihnen auch gerne einen Privattermin im Fitnessbereich geben. Und denken Sie daran. Sie wird nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern werden auch ein Vorbild für ihre Mitarbeiter. Vielen Dank, Emma Bicky, Fitnesstrainerin Talos 1. Überwachungsaufnahmen. Ich kann kein Bildmaterial darüber finden, wie schief Illusion Morgans Quartier verlässt. Entweder ist es nicht vorhanden oder es wurde gelöscht. Bei der Befragung sagte Morgan, das wäre eine technische Sache, die nicht in die Personalabteilung gehört. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schlage ich vor, direkt mit Morgan zu sprechen. Ich werde mich mit Chief Illusion in Verbindung setzen, wie angeordnet. Chief Elazar. Sarah Elazar also, die beiden nicht traut. In Sachen Mikaela. Chief Illusion hat zugegeben, dass der Besuch eine medizinische Angelegenheit betraf und gebeten, dies nicht misszuverstehen. Auf ihre Anordnung hin habe ich sie noch einmal daran erinnert, dass sie sich an die Personalabteilung wenden müsste, falls eine Änderung ihrer Beziehung zu Morgan Yu vorhanden wäre. Ich betrachte die Sache als abgeschlossen und würde es vorziehen, wenn derartige Anfragen in Zukunft unterbleiben. Dankeschön. Was haben wir denn da? Optimierter Telepathie irgendwas Dingens. Wieder etwas, was ich nicht brauche, ja? Verringert, ja. Habe ich ja nicht. Kann ich auch nicht nehmen, dann bin ich da nämlich als böses Dingens. Das will ich ja nicht. Das habe ich gerade gehabt, naja. Oh, doch nicht. Personalmeister? Okay. Offenbar habe ich es noch nicht gelesen bisher, aber ist mir auch egal. Ihr wisst ja, bei solchen Sachen lege ich keinen zu großen Wert drauf, das zu lesen. Ist einfach zu viel Text letztendlich, weil ich... Ihr wisst ja, wie ungern ich vor... Ach, guck mal hier. Laufband. Das dazu. Ah, so muss es nämlich aussehen, so ein Waschbecken. Lesen. Terraforming des Mars. Jedenfalls wisst ihr ja, mit meinem Lesen und so, ich mache es nicht sehr gerne. Und man hört ja auch wahrscheinlich, warum. Ach, alles leer. Danke. Ja. Und der Kühlschrank war natürlich... Der müsste auch total voll sein, die Alliese, der von dem Fetten. Naja.
Aber schon krass, dass ich da hierfür Hebekraft 3 brauche. Ich meine, ich bin schon so wusch, übermenschlich und so weiter. Und dann bekomme ich so einen blöden Kühlschrank nicht angehoben oder zumindest verschoben. Das kriegt doch normaler Mensch hin. Vielleicht jetzt nicht hochgehoben oder gestemmt, aber alles andere halt irgendwie schon. Ich sollte nach einem Fluchtkapselschlüssel suchen, wäre bereits so ein. Ich bin also im Zimmer und habe hier keinen Schlüssel. Wie finde ich sowas wohl? Schon fast wieder vergessen, dass ich den ja nicht holen wollte. Bringt mir ja nichts. Das Fenster, das ist ja Quatsch. Also wo? Ein Schuh. Könnte sowas sein. Es muss ja hier ein nicht offensichtliches Versteck geben. Und es ist ja jetzt bereits gefunden, oder wie? Mal raus. Zack. Zack. Ich will den Schlüssel haben. Nix dabei. Auch nicht. Vielleicht hinterm Spiegel? Wäre lustig gewesen. Ach, guck mal. Ach, hier war ich ja dran gewesen gerade. Mars Terraforming bloß, das kennen wir. Mal spülen. Zack. Meins. Meins, alles weg. Schlüsselkarte. Mag die sein? Wo mag die sein? Ich meine, das Quartier ist nicht sonderlich groß. Kaputt machen die Kisten? Nee. Nur an und aus, mehr gibt es da nicht. Vielleicht, wenn ich den Kühlschrank hochhebe. Da hätte das bestimmt das Ding versteckt. Ist denn hier der Schlüssel? Ich bin sicher, wenn ich den finde, kann ich alles finden. Und wenn ich nicht finde, bin ich ziemlich sicher noch sehr viele Sachen allgemein nicht gefunden haben hier im Spiel. Gefunden zu haben, also. Auch das, glaube ich, wäre dann ziemlich sicher, wenn ich bereits sowas hier nicht bekomme, wo das ja Teil meiner Nebenstory ist. Also ich muss es ja nicht finden. Um die Questreihe zu beenden. Tja. Alles kaputt gemacht. Nichts gefunden. Gibt's ja gar nicht. Achso, von da oben. Könnte das denn sein? Muss hier irgendwas Spezielles kaputt hauen? Irgendwas aufsammeln? Weil irgendwo wird es wohl nicht drauf sein. Der dicke Alex hier raufkommen müssen. Das ist auch nicht wirklich ein so sicheres Versteck dann. Das kann man ja von unten sogar sehen. Das ist ja eigentlich durchsichtig hier. Wo ist der Schlüssel wohl? Ich meine, ich könnte mal eben... Ich speichere mal. Und setze mal den Recycler ein. Weg mit dir. Weg damit. Geht nicht. Geht bedingt. Da ist auch nichts drunter. Ah! Im Globus drin. Unterm Globus. Zack! Ha! Haben es doch. Und das soll's. Ich lade jetzt nicht neu, deswegen. Ist nicht so dramatisch. Fliehe von der Talos 1. Kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt fliehen, ich kann jetzt schon ein Ende machen, ja? Ist das so? Verstehe ich es gerade richtig? Aber wieso im Arboretum? Ja, ich könnte einfach an den Rücken kehren. Also ich könnte jetzt das Spiel beenden, tatsächlich an der Stelle. Mit dem wahrscheinlich falschen alternativen
Ende. Das werde ich auch machen. Zumindest mal kurz gucken, was da passiert, ganz klar. Wir wissen, was dann abgeht. Sehr cool. Und danach habe ich immer noch genug Sachen, die ich richtigerweise erledigen kann, soll, muss.